Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir wollen jetzt endlich nach Jakenda. Und ich glaube, ich muss den Ring hier so direkt benutzen irgendwo. Wo ist denn das? Da? Wie mache ich das? Kann man hier irgendwie was anvisieren? Muss ich mit jemandem reden? Nefarius? Kronos? Rjordian? Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Komm später noch einmal zu mir. So, Saturas? Medarion? Wie benutze ich den Ring jetzt? Warte mal. Muss ich... Komm, ich zieh den einmal aus und benutze dafür den Ring. Dieser Ring öffnet ein Portal, aber wie? Wo benutze ich den? Okay. So habe ich jetzt einen Ring benutzt, oder wie? Ist da auch noch was? Dann ziehe ich lieber den anderen Ring wieder an. Wo ist denn der da? Ich rede nochmal mit denen. So, Medarion. Saturas? Soll ich jetzt einfach durchgehen, oder wie? Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Die wollen nicht mit mir reden? Lehre ist die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. 15 Lernpunkte. Für die nächste. Okay, aber wir gehen trotzdem mal hier jetzt durch. Ich habe Angst. Warte mal, ich speichere vielleicht nochmal. Bevor wir da durchgehen. Und jetzt geht's nach Jakenda. So, da haben wir eine Fackel. Habe ich hierfür eine Map? Ich habe hier keine Map. Zumindest kann ich hier... Okay. Gold und ein Dolch. Und Kohle war da auch vorhin. Wir sind... Okay, das kann ich nicht lesen. Das ist jetzt Jakenda? Also, immerhin gibt es hier noch ein bisschen Loot. Kann ich das lesen wenigstens? Auch zu doof für.
Die werden uns gleich angreifen. Yo! Wo ist der andere hin? Ach, der steht da noch. Da ist nichts zu holen. Okay, der hat nichts. Da ist nichts zu holen. Der hat auch nichts. Meine Fackel brauche ich jetzt wieder. Jetzt will ich hier mich mal umsehen. Zwar ordentlich umsehen. Vielleicht gibt es hier noch was zu looten. Da haben wir einen Teleportstein. Hier kann ich die Dinger lesen. Das ist die falsche Seite. Wie, das ist die falsche Seite? Ich kann das auch nicht lesen. Kann ich auch nicht lesen. Hier geht's noch weiter, aber warte, da oben gab es auch noch was. Wie hier ein Trank. Eine Heilpflanze. Ein edles Schwert, ein silberner Ring, eine alte Steintafel, ein Knochen eines Skeletts, ein Sockel. Womit denn? Gute Frage. Ein Gletscherquarz? Okay, mehr ist hier jetzt auch nicht. Gut, dann gehen wir. Da. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Nichts. Ich glaube, ich wurde nur aus dem Grund vorgeschickt. Für den Fall, dass ich hier nicht lebendig wieder rauskomme. Beziehungsweise für den Fall, dass die hier alle feindselig sind, dass ich die zuerst erledige. Ich bin ja für Satoros und so weiter jetzt nicht so wichtig, sagen wir mal so. Da tut denen eher wenig weh, dass wenn ich drauf gehe. Oder die sind schon da. So, packen wir die Fackel weg. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Was? Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was in der Zwischenzeit passiert? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Okay, habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Okay, und was mit Raven? Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Okay, was will Raven in dem Tempel? Was will Raven im Tempel?
Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Mhm. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Okay. Nefarius? Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt, wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Okay, sagst du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Okay. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werke ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Hatte ich doch schon. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Okay. Such ich mal die anderen. So. Kronos und Myxi haut ab, dann rede ich mal mit ihm.
Was passiert denn da hinten? Hier wurde irgendwas erschossen. Was ist denn das? Fangheuschrecke. So, Rjordan, reden wir dann zuerst mit ihm. Hast du das hier erwartet? Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Wenn es keine Drachensnapper sind? Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Wo waren die Banditen nochmal? Wo hast du die Piraten gesehen? Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Jo, okay, dann zuerst zu Kronos. Kronos? Nein, das war Medarion. Wo ist Kronos? Das ist Mykir. Ne, das ist Nefarius. Boah, da freue ich mich, wenn ich jetzt schon mal hier eine Karte von habe. Mykir wieder. Kronos! Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Okay, lass uns handeln. So, du hast eine Karte, wurde mir gesagt. Taifun? Stab der Wassermagier. So, Karte? Hier. Das vergessene Tal der Erbauer. Flammenzunge? So, was kann ich ihm andrehen jetzt? So, edles Schwert. Hier die beiden. Das. Ach, weißt du was? So. Dann haben wir hier schwarzes Erz. Und was haben wir noch? Das. Alte Steintafel. So, und Kohle. Hier, den silbernen Ring kannst du auch haben.
Jetzt sind wir wieder bei 10k. So. Okay, das ist die komplette Map. Okay, ich gehe mal von aus, da Nordwesten. Das sind die, die Piraten. Südwesten hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Osten, Nordosten da oben. Das könnten wahrscheinlich die Banditen sein. Gehe ich mal von aus. Raven und so weiter. Gut. Irgendwo müssen wir anfangen. Da geht es jetzt um Sumpf. Also, jetzt will ich es wirklich wissen, wo wir hingehen sollten, wo wir, wie wir anfangen. Blauflieder. Immerhin gibt es hier Blauflieder. Komm, ich wollte da hoch. So. Okay, warte mal. Nochmal kurz auf die Map gucken. Was, da sind wieder diese Grashüpfer. Die Richtung will ich zuerst hingehen. Weidenbeere, nice. Ich speichere aber auf einmal. Auf die 1. Jetzt, wenn wir hier schon sind. Warum nicht, ne? Mal gucken. Okay, die Grashüpfer haben wir auch besiegt. Also die Fangheuschrecken. Für mich sind das Grashüpfer. So. Dunkelpilze nehmen wir auch mit. Und die Heilpflanze. So. Okay, ich finde super, wie wir momentan kämpfen können. Da sind noch mehr von denen. Vielleicht 3 Stück. So. Sind das Warane? Da hinten? Da unten? Sieht aus wie Varan. Ja, das ist ein Varan. Das ist ein normaler Varan. So, mehr ist hier jetzt, glaube ich, auch nicht an Gegnern. Zumindest hier. Das geht aber tief runter. Da sehe ich jetzt einen Snapper. Aber ein normaler Snapper, kein Drachensnapper. Nice. Boah, sind wir jetzt in der Lage, auch vielleicht die normalen Drachensnapper umzulegen? Gegen die zu kämpfen? Ich hoffe doch, dass wir jetzt in der Lage sind. Vielleicht auch die Orks. Eine Sumpfratte? Was? Von wo kommen die? Von wo kamen die jetzt? Alter, Herzinfarkt.
So, der bleibt schön da hängen. So, erstmal auch alle wieder schön mitnehmen. Lauflieder, Trank, hier war ein Trank. Wo waren die Orks? Ganz ehrlich. Wo hatten die sich jetzt versteckt gehabt? So, nochmal speichern. Vielleicht auch lieber erstmal was essen, trinken, wie auch immer. Und mal hier entlang gehen. So, Heilpflanzen immerhin. Erstmal alles durchsuchen. So. Okay, der Weg hier nach Süden ist nicht der, den wir gehen sollten. Also wir sollten schon den Weg da vorne gehen, statt hier runter. Nicht den da vorne, sondern hier oben irgendwo. So, mit hoher Wahrscheinlichkeit hier jetzt gleich irgendwo nach links. Genau. Wer ist das? Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Und wer bist du? Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Nö. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Von dir habe ich noch nie gehört. Euer Kapitän heißt Greg? Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaläre des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Kennst du einen Kerl namens Raven? Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich will mich ihm anschließen. Tatsächlich? Du siehst aber gar nicht aus wie einer, der bei diesen Spinnern anheuern will. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich glaube, okay, wo ist euer Piratenlager? Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkomme, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Was jagst du denn? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also okay. Nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch.
Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Okay, erzähl mir mehr über euch Piraten. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor den Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Hm? Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Okay, ich würde mit ihm aber nächstes Mal jagen gehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.